Jojo, was geht ab, Gang? Jonas hier am Start für euch. Erinnert ihr euch noch an den grandiosen Launch von Meta? Facebook hat sich umbenannt. Die Firma ist jetzt mehr als Social Media. Sie konzentriert sich auf das Metaverse. 2BG News hat damals berichtet. Das Metaverse ist ganz, ganz weird. Alles mega futuristisch, aber eigentlich nicht überraschend. Die Firma wird ja heute schon vom ersten voll funktionsfähigen humanoiden Roboter geführt. Meta. Aber nun frage ich mich fast ein Jahr später, wie sieht das Metaverse jetzt eigentlich aus? Wie läuft's für Zuck und seine Firma? Spoiler, eher mittelmäßig. Fortune calling it an international laughing stock, Slate labeling the look so stupid. Hier probiert ein YouTuber Horizon aus und es ist einfach niemand da. Aber zum anderen, und das viel größere Problem, ist die Sicherheit der Kinder selbst. Two, four, guts! Versicherungen sind klassischerweise kompliziert und nervig, es gibt Papierchaos und man weiß häufig nicht wirklich, welche jetzt eigentlich notwendig sind und welcher Preis fair ist. Hier kommt Clark ins Spiel. Clark ist eine kostenlose Versicherungsmanager-App. In der kannst du einen individuellen Bedarfscheck machen, um herauszufinden, welche Versicherungen du brauchen könntest und welche nicht. Du kannst dich auch persönlich beraten lassen, per Chat oder telefonisch. Wichtig ist aber, wenn du dich anmeldest, wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Clark hat dabei die gleichen Rechte und Pflichten wie andere Versicherungsmakler. Dazu zählen die Abwicklung von Schäden, die Beratungspflicht, die Aufdeckung einer Unter- oder Überversicherung und vieles mehr. Allgemein kannst du mit Clark all deine Versicherungen an einem Ort managen und hast einen digitalen, transparenten und eleganten Überblick. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code TWOBOARD könnt ihr euch Best Choice Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Ganz kurz, alle sind immer so, keiner weiß, wie das Metaverse letztlich aussehen wird. Da gibt's verschiedene Versionen, alle haben andere Ideen, okay. Aber momentan sind Metaverses im Prinzip einfach nur virtuelle Welten, in die man meistens mit einem VR-Headset eintaucht. Der Unterschied zu klassischen Videospielen ist dann, dass man auch soziale Aktivitäten macht oder einfach abhängt und mit anderen Leuten chattet, was ja in Videospielen auch heute schon der Fall ist häufig. Also die Grenzen sind auch irgendwo fließend. Fortnite soll auch ein Metaverse werden zum Beispiel. Aber zurück zu Meta, also Facebook. Das Metaverse des Konzerns heißt Horizon Worlds. Fangen wir an beim lustigsten Teil. Horizon sieht richtig, richtig scheiße aus. Dieses Bild von Zuck sagt alles, das hat er selber auf Facebook gepostet. Der Anlass war, dass Horizon Worlds jetzt auch in Spanien und Frankreich verfügbar ist. Und da sieht man halt ein Selfie von Zuck vor dem Eiffelturm und der Sagrada Familia. Besonders letztere. Wow, das ist ja schon fast fotorealistisch. Zum Kontext, Meta hat bereits 10 Milliarden Dollar in diesen ganzen Stuff investiert. Wo ist das Geld? Horizon sieht ein bisschen so aus wie so Wii-Avatare, aber komplett ohne den Charme. Second Life, das erste Metaverse, sah einfach schon vor fast 10 Jahren besser aus. My life was so great that I literally wanted a second one. In my second life, I was also a paper salesman and I was also named Dwight. Absolutely everything was the same, except I could fly. Die entsprechenden Headlines sind auch so funny. Fortune calling it an international laughing stock, Slate labeling the look so stupid, and Forbes asking, does Mark Zuckerberg not understand how bad his metaverse is? Es muss auch einfach ein bisschen brennen, wenn man von so einem CNBC News Host weggeroastet wird und von seinem Kollegen. I played computer games back in 2002 when I was just a teenager that looked better than this. Auch alleine der Trailer zu Horizon. Hier hat Zuck Neil deGrasse Tyson ein Interview in Horizon gegeben und ganz am Ende wollen sie so eine Doppel-Fistbump raushauen, um das Ganze so cool und lässig abzuschließen, wie es gestartet ist. Aber naja. Fistbump, yeah, fistbump, there you go. Good, you got it. Weil es so schön war, nochmal in Slow Motion. Fistbump, yeah, fistbump, there you go. Bruh. Warum haben die eigentlich keine Beine? Also wo sind die Beine? Zuck sagt jetzt natürlich, nee, guckt mal, das wird schon alles besser bald und hat halt dieses Bild gepostet und das sieht auf jeden Fall nicer aus als das hier. Aber trotzdem, es gibt schon viele Probleme. Hier probiert ein YouTuber Horizon aus und es ist einfach niemand da. So it's a social hangout, but no one's here. Alles sieht auch irgendwie so ein bisschen seelenlos aus. So richtig,
richtig corporate. Okay, aber genug Hate erstmal. Horizon Worlds ist natürlich trotzdem irgendwo super interessant. Eine Wall Street Journal Redakteurin hat 24 Stunden in VR verbracht und hat in Horizon 4 mit Leuten gesprochen und war auch in einem Comedy Club. Außerdem hat sie an einem Business Meeting in VR teilgenommen. Und laut ihr fühlt sich das alles auch ziemlich echt an. Also nicht im Sinne der Grafik, sondern im Sinne der Präsenz anderer Menschen um dich herum. Die Headsets kommen natürlich aber noch mit gewissen Problemen. That was so much time in Avatar meetings. My eyes hurt and my head hurts. Meta ist, das muss man dem Unternehmen lassen, der absolute Marktführer, was VR-Headsets angeht. Und bald droppen die auch eine neue Pro-Version. Vielleicht wird damit ja auch nochmal deutlich mehr möglich. Abseits von dieser ganzen technischen, grafischen Komponente hat Horizon jedoch noch ein weiteres, eher unschönes Problem. Kinder. Eigentlich ist Horizon Worlds ab 18, aber die Welten sind voller Kids. Das sind halt die Ersten, die dem Ganzen eine Chance geben. Zum einen ist das anscheinend ziemlich nervig für die Erwachsenen in der App. Wie Kinder so sind, beleidigen und trollen viele von ihnen einfach nur. Dieser Review zum Beispiel ist brandaktuell mit fast 500 Upvotes. Das scheint ein echtes Problem zu sein. Ja, you see that? You see that? Aber zum anderen, und das viel größere Problem, ist die Sicherheit der Kinder selbst. Kaum moderierte Chatrooms und Social Apps, in denen Kinder unkontrolliert auf fremde Erwachsene treffen, sind, naja, nicht so geil. Das ist ein altbekanntes Problem und wird in diesem Washington Post-Artikel entsprechend aufgerollt. Das alles ist schon ein Riesending bei Minecraft oder auf Instagram etc. etc. und es gibt viele Initiativen, um diese Apps und Spiele sicherer zu gestalten. Und Meta haut jetzt die nächste Plattform raus, in der man in 360 Grad schön nah aneinander heran kann und man die Präsenz der anderen richtig spürt. Der Ton wird auch lauter, je näher man an der anderen Person dran ist. Ah, wenn man dann richtig schön von hinten angeflüstert wird. Ah, was soll da schon schiefgehen? Alleine als Frau in Horizon Worlds rumzuwandern, scheint häufig schon richtig unangenehm zu sein. Es gibt seit neuestem eine persönliche Grenze für Avatare und man kann andere Leute in den Welten stummschalten und so. Aber trotzdem läuft Meta hier einfach Gefahr, dass Horizon so richtig toxisch wird. Auch weil der Konzern laut der Washington Post zurzeit einfach überhaupt nicht genug Sicherheitsvorkehrungen trifft. Zu all dem kann ich euch zusätzlich den sehr spannenden Podcast Land of the Giants empfehlen. Die haben eine ganze Staffel zu Facebook und erklären auch sehr gut, warum Zuck so unbedingt seine eigene Plattform haben will. So wie Apple momentan das Smartphone-Game kontrolliert. Ein Link ist in der Beschreibung. Zum Abschluss an dieser Stelle nochmal komplett kontextlos diese Anekdote. Zuck wollte 2017 schon ein anderes Tool vorstellen. Mit dem kann man sich als Cartoons in VR an echte Orte teleportieren und sich dort unterhalten. Und er dachte sich, hey, da war doch gerade was in Puerto Rico. Critics are blasting Mark Zuckerberg for a tone-deaf virtual reality video that toured hurricane-ravaged Puerto Rico. High five. Yeah, there you go, high five. So do you want to go teleport somewhere else? Yeah, maybe back to California. All right, let's do it. Ich weiß nicht, wer seine PR-Berater sind, aber er braucht einfach neue. Oder die jetzigen müssen zumindest ganz dringend mal ehrlicher mit ihm werden. Er braucht echt mal jemanden, der ihm sagt, ey Diggi, auf dem Selfie da siehst du einfach nicht so super aus. Kurze Erinnerung, wenn ihr bei Clark 3 Versicherungen hochladet, könnt ihr euch Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Naja, das war's für heute. Hoffentlich hat's euch gefallen. Habt einen richtig nicen Tag oder Abend. Schaut nach links und rechts, wenn ihr durch das absolut leere Metaverse spaziert. Lasst eure Kinder nicht in Horizon Worlds, wenn ihr welche habt. Feiert gut und case closed.